Schalke 04 empfing im Parkstadion den VfL Bochum vor 38.000 Zuschauern, unter ihnen auch die Legende Ernst Kutzhoffer. Für die Knappen in den weißen Trikots war es an diesem 30. Spieltag eine wichtige Partie im Kampf gegen den Abstieg. Klaus Fischer in seiner unnachahmlichen Art hat die erste Chance des Spiels. Aber sehr schnell machte der VfL Bochum klar, wer in diesen Tagen die beste Mannschaft im Revier war. Rolf Blau trifft in der 18. Minute aus über 20 Metern in den Winkel. Für Schalkes Torwart Norbert Nietpur war der Ball unhaltbar. Schalke wehrte sich, kam aber nur ganz selten mal zu Torchancen gegen die erfahrene VfL-Abwehr. Abel, Lamek und Wölk räumten alles auf. Und wenn doch einmal ein Ball durchkam, so wie hier, stand mit Reinhard Mager ein guter Mann im Kasten. 2 Minuten vor der Pause gab es einen Eckball für die Gäste, kurz gespielt. Und dann ist es der aufgerückte Wölk, der das 2:0 erzielt. Auch hier ist Norbert Nietpur zum Zuschauen verurteilt. Mit 0:2 ging es auch in die Kabine. Die Fans von Blau-Weiß sahen schwarz für die Knappen. Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste das klar bessere Team. Ihre schnellen Angriffe wirbelten Schalkes Hintermannschaft immer wieder durcheinander. Passt auf Pinkal, das 3:0, Tore wie im Training. Und die vielen mitgereisten Bochumer Fans freuten sich diebisch über die Vorstellung ihrer Idole. Kapitän Jupp Tenhagen leitete dann den nächsten Angriff ein. Lothar Wölk mit dem Traumpass auf Pinkal, der ist gelernter Postbote und liefert hier das nächste Päckchen präzise ab. 4:0, 76 Minuten waren gespielt und Schalkes Trainer Fahruddin Yusufi erlebte, wie er später selber sagte, die bitterste Stunde seiner Laufbahn. Denn seine Mannschaft gab sich komplett auf und wurde von den Nachbarn aus dem Pott gedemütigt. Abel führt Norbert Nietpur vor. 0:5, es wurde peinlich für Schalke und die Fans wanderten in Scharen ab. So blieb ihnen wenigstens das 0:6 erspart, für das wiederum Hans-Joachim Abel sorgte. 3 Minuten vor Schluss war die Blamage für Schalke perfekt. Die Knappen standen jetzt tief unten im Tabellenkeller. War das das Ende heute, Bundesliga aus, oder? Zu 90%. 90%. Ja, würde ich auch sagen, 90% bestimmt. Also, ich glaube nicht, dass die Schalker jetzt noch die Moral haben, und sich von diesem Schock zu erholen. Also. Und so kam es auch. Der Abgang der Spieler zu den Kabinen nach oben täuscht. Am Ende der Saison ging es runter in die zweite Liga.